Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner heutigen Folge hier bei Allerdonzen und Ricardo in Thüringen, unserem Zeitpunkt 1.01. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Tja, wir müssen heute mal den Mistfahrer wieder in Spur stecken. Ich habe mal ganz kurz den Kurs noch mal ein bisschen korrigiert. Dann wollen wir jetzt abkippen. Ich bin voll. Normal. Ein bisschen zurückfahren. Ja, ich habe den Kurs ein bisschen korrigiert nach rechts, einer Punkt ein bisschen höher, weil der Anhänger entsprechend ist. Ist halt so, ne? Aber jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Ein bisschen mehr nach rechts und dann haben wir den Punkt gehabt. Hoffen wir das Beste, ne? Und schicken mal los. Wir fahren mit dem LKW weiter und dann sind wir nicht praktisch. Mal gucken, wo unser. Jo. Der ist in der Halle, gut. Den werde ich mal nächstes Mal hier reinziehen, rückwärts reinfahren. Und den werden wir jetzt mal hier mal schnappen uns. Wer hat den wohl hier reingekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Die Silagebahn können wir gleich versuchen dahin zu kriegen. Unsere Abteilung. Und den Rest können wir halt unterbringen, ne? In der Halle oder so. Mal anschalten, dann flackert er weniger. Und wackelige Gegenstände machen Probleme von der Performance her. Bin so fest. Ja, von EK. Die Hallen sind etwas ungünstig gebaut für große Fahrzeuge, ne? Aber ich muss ja irgendwo den Anhänger reinbekommen damals, also anscheinend war woanders kein Platz. Anscheinend. Ich habe mir die Heuballen vom Händler gekauft. Und hat er schon wieder aufgehört, der fördert, das gibt's doch gar nicht. Oh, läuft. Aber nicht meine Reichweite vom. Nicht mehr Reichweite vom Mist gewesen und nicht Reichweite vom LKW. Ja, da war früher. Gab es mal so eine Förderbahn direkt am Misthaufen, das war ein bisschen einfacher. Ja, eine feste Position gehabt und na, hier ist ein bisschen zu eng. Ne? Das sind die Silageballen, die ich hier schon gemacht habe, aber wie gesagt, die kann man draußen lagern. Alles andere ist nicht zu empfehlen, der Regen ist weg. Und da er hier noch ein bisschen anliegt, mal gucken. Ja. U. B. B. Und Z. Aufsteigen. Wie gesagt, versuche ich mal ein bisschen Heu unterzubringen. Den Rest halt. Halt woanders, ne? Das ist hier auch nicht ganz hundertprozentig dicht, das ist hier das Dilemma, ne? Heute dürfte voll sein fast, ne? Einmal noch. Mein Reell geht es nicht, da muss man einen Stapler nehmen oder sowas, ne? So. Die Silage gleich mitnehmen. Das Gras-Silage. Würde bei der BGA kein Geld bringen, ne? Das war zu wenig. So,
können wir auch irgendwann mal Gelegenheit in den Schuh reinfahren, aber oder auch 90.000, ne? Wir müssen den Rest in der Halle unterbringen, ne? Irgendwo. Und dann muss die Heuballen. Ja, das nicht mehr an. Das Voll ist voll, ne? Aber zumindest nicht drauf. Na ja, komm, komm. Fahren wir nicht runter. Wollen wir rauskriegen, so parallel? Er wird's nicht. So, Silage noch zwei. Nein, noch. Ja, da haben wir eigentlich noch genug da. Also. So, aufladen. Vorher haben wir noch zwei. Ich kann mich hier nicht liegen lassen. Das ist weggeworfenes Geld. Ne? Das ist toll. Da geht's. Das ist gut, okay. Mal gucken, ob wir lassen können. Hier ist es auch wieder reif, aber wie man sieht, noch ein bisschen sehr, sehr licht hier gewachsen. Ne? Kann ein bisschen wachsen. Und diese Lage haben wir eh kein Problem. Da müssen wir dann bald auskommen hier. Werde ich mal hier so reinstellen, rückwärts mal reinfahren. Der blaue Anhänger kann auch bauen, da, aber das ist das Problem. Der belädt die praktisch rund, also flach. Wenn man den ablädt, dann ist auch die Gefahr, dass die dann wegrollen. Ne? Aber der kann nur die anderen Ballen aufnehmen von den Krone. Und hier müssen sich die alle überbringen. Bleibt hier mit nach hinten. Dann muss ich halt den Rest. Das mit. Die Heuballen nach hinten nehmen, ne? Das ist ja halt so. Der nächste Ring steht an und das ist dann äußerst ärgerlich, wenn die sich auflösen. So. Silageballen sollten kein Problem sein. Aber die Heuballen, die sind sind ein bisschen rar, ne? Weil wenn das Wetter nicht passt, kriegst du nicht gepresst, ne? Also nicht trocken. Die Lageballen, die machen keine Probleme. Aber die Heuballen halt, ne? Oh, passt schon so. Gucken mal ganz kurz. Ja, hier dürfte trocken sein. Hoffe ich jedenfalls. Aber das ist keine Dauerlösung, da muss man irgendwas einfallen lassen. Entweder Heutrocknung, wenn der Regen schlecht bleibt, oder eine Heulagerhalle. Ja. Gibt ja schöne bei Fat Action, die sind da recht gut. Die funktionieren. Und dann geht auch reichlich rein. Und das sieht optisch schon mal ganz gut aus. Das, ja, Anführungszeichen, aber sieht optisch ganz gut aus. Und ein Missfahrer fährt uns gerade entgegen. Ob der jetzt abkippt, vielleicht mal gucken. Ich bin ja nur mal neugierig, ne? Mal hinfahren tut er ja, ne?
Anfang hat er das auch gemacht. Später hat er mal angefangen, das umzustellen auf Kornschieber. Da habe ich nur deaktiviert die Funktion, dass er im Prinzip das kann. Also links und rechts ist ja okay, aber wenn er jetzt ständig auf einen schlechten Modus umstellt, ist ungünstig. Dann braucht es lange zum Abladen und dann wahrscheinlich bricht er den Prozess ab. Ein erwähnter Traktor. Und brauche ich auch nicht mehr, ne? Wenn der jetzt immer fahren kann und er klappt einigermaßen, dann muss er sogar warten, bis ein neuer Mist da ist, ne? Aber wenn es klappt. Mit einem großen Anhänger ist auf Dauer ja wird umständlich, ne? Meiner kommt auch in der Halle durch mit einem großen Anhänger, so ist das nicht. Jetzt scheint das zu funktionieren. Mal schauen. Muss er leer werden, muss er wieder losfahren. Ah, das funktioniert jetzt. Gott sei Dank auch. Da war der Trigger, der Punkt zum Rückwärtsfahren nicht genau auf die Position, die er sein musste. Die Verarbeitung ist ganz gut. 18 Uhr, gehen wir auf 1 von der Geschwindigkeit. Ne, 7. Und wieder hin zurück. Neun, acht. Geht, kann ich nur gehen und nicht. Da habe ich mir was gemacht, was kaputt geht. Oder hier mit den rechts, links wegwerfen, das kann sein. Gut, das Förderband, na gut. Viel Mist ist ja nicht mehr. So, machen wir anderen Ballen holen, ne? Aber das machen wir aus. Das ist zum einen ist es störend. Zum anderen ist das auch Performance fressen sei schon erzählt davon. Ne? Also geht im Prinzip dadurch die ganze Leistung runter. Das wollen wir ja nicht. Das soll ja nicht ruckeln. Gut, hat jetzt hier geklappt. Der Holzanhänger, ich muss noch einiges sehen, dass ich gut lassen kann. Ne? Ob ich hier rechts behalten hinbauen könnte, das wäre die beste Variante. Ne? Weil ich will keine Felder noch, obwohl ich genug Felder habe. Also. Ja, warum, ne? Das ist unser Pflanzenschutzmittel. Maisfeld. Aber wenn das ein herzliches Regen fällt, dann sehe ich ein Schwarz mit dem Mais, ne? Schauen, die besten Faktoren finden, ne? Die das können. So. Hinfahren, die Ballen aufsammeln und dann mal so schauen, ob wir da ja. Das Problem ist wohl, gut, bis morgen 9 ist trocken. Also vom Wetter her sollte das funktionieren. Also aber nicht meine Ballen, ne? Das ist hier von der Karte, die tauchen da halt jetzt auf. Hatte ich am anderen Ende auch Stroh gehabt, Strohballen. Aber die stören nicht, die kann man durchfahren. Oder? Das ist total nicht. Das ist hier vom Kasten in der Karte eingebaut, dass hier und da Dinge auftauchen, die vorher nicht da waren. Ne? Hängt von der Jahreszeit ab, ne? Über Seasons. Ob das auch im normalen Modus funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe es damals so nicht gespielt. Ich habe schon Ewigkeiten kein ohne Season gespielt. Dem Ziehen draußen ist, nutze ich das auch. Mit den Vor- und Nachteilen, ne? Klar gibt es auch Nachteile, ne? Klar, man verdient nicht so viel Geld, ne? Weil anfangs ist das so, dass du halt das Jahr schaffen musst, ne? Bevor du wieder die Ernte einfangen kannst, ne? Und nicht hier schon Felder nebenbei schon wieder reif werden. Das ist bei Season nicht so.
Kannst du halt im Frühling, kannst du auch aussehen, ja, aber auch im Herbst. Oder eigentlich auch nur im Herbst, ne? So mal ganz kurz auf an sich. Meine Tata hat ja eigentlich diese berühmte, die entsprechende Bereifung, ne, für Feld, also für Gelände. Ne? So. Ich muss nicht, darf nicht stehen bleiben, muss gleich wieder runterfahren, dann muss ich eh Platz schaffen. Ne? Da muss ich so alles Fahrzeug runterfahren. Vom Acker dreht auch gut durch aktuell, ja, eingesackt, ne? Ja, ich kann mir gleich rechten Hand ganz schwer Kraft ansetzen, also hier 80%. Komm Junge, jetzt hat er sich eingewühlt. Wo eigentlich? Nur probieren. Also beim Fahren? Nur Hinterräder, okay. Hinterräder, war nicht. Geht nur da. Also diesen Modus hat man, glaube ich, am besten, da gehen alle Räder entsprechend, ne? Straße hat er mir geschafft. So. Wir machen mal den Kurs wieder beenden und löschen. Wir fahren mal einen Strohball, den nehmen wir auch gleich mit. Obwohl er garantiert nicht mehr viel vorhanden sein kann, ne? Deswegen löst sich alles auf. So. Gut, die anderen Fahrzeuge müssen runter. Ja gut, das wird lustig. So, was haben wir Uhrzeit? 17. Ja, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute schon gewesen sein. Sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Sag mal tschüss und ciao. Allen noch schönen Rest Samstag. Ja, morgen geht es hier weiter mit, ja, Vorbereiten zum Mähen, ne? Tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.